Moin Moin zusammen. Einige von euch waren vielleicht auch auf der Fotopia. Ich war am Sonntag da. Was ich erlebt habe, wen ich getroffen habe und ob Fotomessen allgemein eine Empfehlung sind und wenn ja, für wen, das erfährt ihr in diesem Video. Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Porträtfotograf aus der Nähe von Flensburg. Auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie mit Blitz, aber auch mal mit Reflektor. Teilweise auch mal um allgemeine Themen der Fotografie, wie jetzt heute. Falls noch nicht geschehen, hinterlasst ihr gerne ein Abo. Ich war letztes Jahr auf dem Stand der Fotoschule Frank Fischer und habe da einen Vortrag über Blitzlicht gehalten. Ich habe einige sehr nette Leute kennengelernt. Ich war aber nicht so ganz sicher, ob ich eigentlich gut da reinpasse, weil gefühlt habe ich gedacht, ach, mich kennt eigentlich sowieso kaum einer. Und vielleicht ist es ein bisschen komisch, da mit Leuten zu interagieren. Im Prinzip war aber eigentlich alles total übertrieben, also von mir aus gesehen, man kann mit jedem Menschen da eigentlich ziemlich gut schnacken und es gibt wirklich sehr, sehr nette Leute auf der Fotopia. Dieses Jahr übrigens auch. Ich bin dieses Jahr dann mit meinem guten Kumpel Thorsten hingefahren und wir haben ein paar andere YouTuber gesehen, wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, ich habe auch was gekauft und ja, es war halt wirklich ein netter Trip. Und jetzt ist halt die Frage, für wen ist die Messe eigentlich was? Ich muss sagen, für mich als YouTuber oder kleiner Foto-YouTuber war es wirklich schön. Ich habe echt nette Leute getroffen. Ich habe Mike Herford getroffen. Wir haben sogar noch ein Selfie zusammen gemacht. Ich habe Tom und Ute getroffen, die sehr, sehr nett sind, auch sehr gute Porträts machen. Schaut da gerne mal vorbei. Bei Mike natürlich auch für Landschaften. Martin Kronop habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht, ob er mich so richtig kennt. Also er hat so sehr freundlich gegrinst. Es kann sein, dass er mich schon mal gesehen hat, aber vielleicht vom letzten Jahr oder sowas. Auf alle Fälle war auch total in Ordnung. Wen ich auch noch gesehen habe, ist der Matthias von der Fotoschule Frank Fischer. Also schöne Grüße, wirklich ein netter Typ. Frank habe ich leider nicht gesehen, der war zu viel beschäftigt. Was ich auch noch sehr, sehr schön fand, auf dem Tamron-Stand, da war ich, weil ich ja mit Michael Ziegern ein Video gemacht habe über das 35-150mm. Ich verlinke auch nochmal drauf. Haben uns die Tamron-Objektive auch noch geguckt, weil die wirklich gut sind. Und eigentlich mag ich Festbrennweiten. Da habe ich wirklich gedacht, für eine Hochzeit Outdoor die Tamron-Linse, ja, wäre schon echt nett. Und auf dem Tamron-Stand hat mich jemand angesprochen. Ich muss sagen, ich habe den Namen jetzt vergessen, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Also schreib es gerne in die Kommentare, wenn du das Video hier siehst. Schöne Grüße an dich. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du gesagt hast, dass du über meine Videos guckst, dass du meine Bilder toll findest. Ja, war sehr schön. Das war so mit eigentlich das erste Mal, dass mich einer direkt so angesprochen hat. Und das fand ich richtig klasse. Also, wer mag, sprech mich gerne an. Macht ihr mir echt eine Freude mit. Und ich habe mir einige Kameras angeguckt. Das habe ich letztes Jahr tatsächlich nicht gemacht, weil ich dachte, ach komm, eigentlich brauche ich es nicht wirklich. Ich habe eine 7R4, die fotografiert gut. Aber jetzt so langsam, wenn man so ein bisschen mehr Video machen möchte, sind auch einige Marken sehr interessant geworden. Und ich möchte so ein paar Highlights ja, rausnehmen, die ich persönlich sehr spannend fand. Erstens, wenn man schon bei Sony ist im Lager und mit Sony fotografiert, guckt man sich auch eine Sony an. Und da war die Alpha 7 R5, das wäre aktuell die Kamera, die ich mir kaufen würde, würde ich neu einsteigen bei Sony. Der Sony-Stand war, würde ich sagen, ziemlich gut. Aber wir waren eigentlich ehrlicherweise nur kurz da, weil ich wäre zu geizig, mir die aktuell zu kaufen. Welche Kamera ich auch noch richtig gut fand, war die Lumix S5 II in Schwarz. Finde ich richtig gut. Von der Bedienung war die toll, wurde nett erklärt, also ganz nette Leute auf dem Lumix-Stand. Die waren wirklich gut. Und das wäre eine Kamera, die wäre sehr interessant, gerade wenn man so ein bisschen filmt und fotografiert, die auch ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ein paar echt schicke Sachen, so wie eine rote Beleuchtung, Waveform-Histogramm. Ja, ist schon nett. Und die Video-Specs sind allgemein fantastisch. Dann war auch noch Canon tatsächlich interessant. Einige von euch wissen es vielleicht, ich habe früher mit der Canon 5D Mark III fotografiert, war eigentlich sehr zufrieden, bis auf der Dynamikumfang. Und ich muss sagen, Canon hat mich verloren als Kunden, da bin ich zu Sony gegangen und ich bin definitiv kein Einzelfall. Das war bei vielen so. Viele sind von Canon zu Sony gegangen, weil die einfach mit dem Dynamikumfang nicht zufrieden waren. Einige sind jetzt wieder zurückgewechselt.
Und ich muss sagen, ich kann es bis zum bestimmten Punkt teilweise auch fast verstehen, weil ich fand, die Canon-Kameras fassen sich einfach gut an. Also es war wirklich auffällig. Also ich habe die Kamera in die Hand genommen und dachte, ja, ist schon echt nett. Ich habe aber mittlerweile zu viele Linsen für Sony, dass ich nicht mehr wechseln möchte. Ich finde, so ein System wechselt man eigentlich nicht wegen Objektiven. Die Objektive, die man hat, die behält man und deswegen werde ich nicht wechseln, obwohl Canon wirklich gut war. Der Stand war, finde ich, sogar der beste der Fotopia. Also großes Kompliment, Canon, wahnsinnig gut. Was bei Sony auch so ein bisschen der Vorteil ist, im Gegensatz zu Canon, rein kameratechnisch, wir wollen nicht zu tief ins Detail reingehen, aber Canon war früher bekannt für die Hauttöne. Mittlerweile sagt man, dass Sony eigentlich mit die besten Hauttöne hat. Gerade wenn man so im Bereich ja, Porträt, Bademode und so weiter ist, soll Sony sehr angenehm sein. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich denke aber auch mal, dass ich mit der Canon sehr zufrieden wäre. Ja, und ansonsten, für wen ist die Fotopia noch was? Schnäppchenjäger und auch Leute, die Inspiration sollen und auch Austausch suchen. Ganz ehrlich, ich war auf dem Whitewall Stand. Whitewall und Leica, es war relativ dicht dran. Es war echt, es war ein fantastischer Stand. Tolle Bilder, schön gedruckt. War wirklich, wirklich nett. Also wirklich, wirklich schön. Und da kann man gucken, was kann man für Fotos machen, die vielleicht ein bisschen Inspiration sind. Dass man auch mal sieht, hey, das machen andere. Das machen ist vielleicht nicht immer so ganz das, was man auf Social Media immer sieht. Fand ich hervorragend schön. Zeitlos klassische Fotografie, perfekt gedruckt. Und das ist so ein Punkt, vielleicht sollte man sich mal so ein bisschen, ja, darüber im Klaren sein. Wir gucken uns da die Kameras an. Es ist toll, die neueste Technik. Aber im Prinzip, wie oft hängt euch ein Bild an die Wand, was richtig gut aussieht? Also hier in meinem Studio und Büro, was es ja mittlerweile ist, habe ich da ein Bild von Elena, da ein Bild von Marina, was nicht gezeigt werden kann, weil es ist zu freizügig für YouTube. Da habe ich hinten Pauline, dann habe ich da Hochzeitsbild von meiner Frau quasi, dann habe ich ein Landschaftsbild von Senja, Norwegen, da habe ich ein Bild der Azoren und quasi aus der Richtung der Kamera kommt ein Bild von Dresden Architektur. Ja, im Büro, nee, im Haus habe ich auch noch mehrere. Also ich habe schon ein paar Bilder mehr gedruckt. Das kleinste Bild hier ist 75x50, das ist Elena. Ansonsten alles 90x60 und hinten sogar 100x75. Und wenn man sowas sieht, das hilft einem ordentlich. Vielleicht ist das auch wirklich schön bei aller Technik, dass man denkt, okay, super, ich habe jetzt richtig viel Geld ausgegeben für eine Kamera, für ein Objektiv, ich lasse mal Bilder drucken. Und das war schön. Ich habe auch noch was gekauft und das möchte ich auch noch mal mit euch teilen, weil das ist wirklich, wirklich schön gewesen. Was habe ich denn gekauft? Ja, ich habe den Rucksack um. Ihr könnt es vielleicht sehen. Peak Design, diese Klemme hier an der Kamera dran. Hier einfach ranmachen. Klack, Kamera hält. Wir sind durch Hamburg gelaufen, Thorsten und ich, und haben anschließend noch ein paar schöne Street-Porträts gemacht. À la Michael Ziegern-Style. Hallo, wir sind die und die und fotografieren schöne Menschen. Und ich habe es hingekriegt. Also Michael, nochmal schöne Grüße. Vielen Dank. Du hast mein weiteres Betätigungsfeld ermöglicht. Es ist richtig schön. Es macht richtig Spaß. Dummerweise sehen die Modelle oder die Menschen vor der Kamera fast schon zu gut aus. Die waren auch leider oder Gott sei Dank auch Hobbymodelle. Das hat natürlich richtig gut gepasst. Das heißt, die Bilder sind natürlich fantastisch geworden und hat Spaß gemacht. Aber das Ding hier ist richtig, richtig gut. Einfach diesen Stift drücken. Rausziehen hat man's. Hier ist noch ein Teil für die Handschlaufe. Friemelig gleich dran. Richtig, richtig gut. Ich muss sagen, hätte ich früher kaufen sollen. Ich habe es aber wirklich selber gekauft mit Messerabatt. Also ne, Messe kann man auch mal einen Schnabber machen. Die auch noch gekauft habe, ist diese Handschlaufe hier. Blau und mit dem netten Peak Design System. Also ich nehme einfach hier diesen Pengerek. Ja, pack den hier rein. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Klack ist drin. Löst das. Pack mal hier die Hand durch. Ja, so. Zieh mal hier die Hand durch. Hab's denn hier dran. Zieh es einfach ein bisschen enger und kann sie so wunderbar fotografieren. Und falls ich irgendwas habe, es kann eine Kamera nicht direkt aus der Hand reißen, ist vielleicht gerade in der Stadt gar nicht so verkehrt. Und auf Hochzeiten vielleicht auch. Wie gesagt, ich finde das Peak Design System echt klasse. Kann durchaus sein, dass ich noch selber was kaufen würde. Wie gesagt, reine Empfehlung, weil ich es wirklich gut finde. Kein Sponsoring, leider. Hätte ich gerne mitgenommen, aber jo, selber gekauft. Die Leute dann halt auch verdienen. Wie gesagt,
ist auch universell einstellbar, passt sehr gut. Ja, bin sehr, sehr zufrieden. Kann man nehmen. Finde ich allemal besser als einen alten Kameragurt. Na, und jetzt wieder hier einfach schön raus. Das Thema ist halt einfach super, super easy gemacht. Und gerade das Ding hier am Rucksack, den Gurt dran, finde ich, ist echt perfekt. Gut, ganz günstig sind die Sachen leider nicht, aber wie immer, Qualität und auch Ideenreichtum hat halt seinen Preis. Wer wüsste das besser als wir Fotografen, oder? Ja, schreibt mal auf, wart ihr auf der Fotopia? Werdet ihr wieder hinfahren? Warum seid ihr da gewesen? Und wenn ihr da wart und meine Videos gesehen habt, warum habt ihr nicht Hallo gesagt? Ich hätte mich sehr gefreut. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.